Hallihallo, da bin ich wieder. Was mache ich denn heute ein bisschen? Ich werde umbauen mit euch. Und vorher möchte ich erstmal meine Aluminium rein. Ihr seht ja, extrem wenig geworden. Ach, wenn ich jetzt hier den Simple Solar Boiler sehe, erinnere ich mich natürlich gerade dran, was ich machen wollte. Und zwar, ich hatte hier mal diese Legierungsbarren hergestellt. Und zwar aus Eisen, Kupfer und Zinn. Und die soll man ja dann durch die Bending-Maschine oder so knallen. Und dann gibt es eben die verbesserte Legierung. Weil ich brauche das andere Glas. Ich brauche für den. Wo ist mein Buch? Ach, übrigens, so habe ich festgestellt, dass ich den Backpack trotzdem nehmen kann. Und aber hier, ihr seht es ja im Hintergrund, meinen Jetpack anziehen kann. Also ich darf bloß nicht am Boden sitzen, sondern in die Luft klicken. Dann kann ich das trotzdem benutzen. Hier schreit einer. Der hier. Okay. Ne, der schreit drinnen. Der schreit drinnen, weil ich meine Ölproduktion. Wo ist mein Hammer? Hier. Ein bisschen anstoßen wollte. Ach, was mache ich denn? Das ist doch. Das ist ja noch falscher. Mann. Oh, leck. Entschuldigung. Ja, pass mal auf hier. So, so, so. So, das da reinschalten. Hier. Hier den Chip rausnehmen. So. Dann gibt er auch eine Ruhe. Du gibst schon gleich Ruhe. Und der ist auch out of battery. Okay, dann muss ich ganz geschwind Batterien holen von hinten. Zwischendurch mal. Ey, da fehlt ja sowieso eine. Ach, na, die habe ich da mit rein, gell? Ja. Also, das mit dem Solar gefällt mir ganz gut. Ich stelle vielleicht auch auf Solar um. Da habe ich keine Arbeit damit. Das geht alles von alleine. Ich muss nicht ständig was auffüllen. Wer hat geschrien hier drin? Ja, du kriegst jetzt erst einmal hier Strom. Mach mal gar fertig. Und dann gib Ruhe. So. Und du gibst jetzt auch ganz kurz noch Ruhe. Und du wirst auch noch Strom benötigen. Dann lasse ich die Batterie jetzt hier. So. Ja, wo war ich denn stecken geblieben? Genau, das war ich das Glas sehe. Mein Buch brauche ich natürlich. Hier, oh, puh. Und zwar war ich hier im Steam. Brauche ich ja diesen, oder ich wollte diesen High-Pressure-Solarboiler herstellen. Und der sagt ja, ich brauche verstärktes Glas. Ich meine, das habe ich auch noch nicht. Triple Silver habe ich auch noch nicht vorbereitet. Aber vor dem verstärkten Glas brauche ich eine verbesserte Legierung. Dreimal Glas, dann bekomme ich viermal verstärktes Glas. Also die vier, die Anzahl der vier hinten ändert sich nicht. Und das mache ich jetzt einfach mal. 10 Stück habe ich hergestellt. Glas wurde auch zwischenzeitlich produziert. Eben für meine Stahltankanzeige hatte ich ja beim letzten Mal angekündigt. Das ist jetzt auch leer aktuell. So, dann gehen wir mal in Alloys-Melder. Und dann will ich mir das mal anschauen, das verstärkte Glas. Und vor allem diese Triple Silver Platten nochmal schnell, wie man die macht. Na, die mache ich einfach so. Und dazu brauche ich 3 Stück Silberplatten. Warte mal, ist das das da oben? Ja, 10 Stück. Na, dann nehme ich mal alle raus. Den Hammer hier oben rein und mach mal. Was? Hat er das nicht so angezeigt? Silberplatte, Silberplatte. Ach, ein Schmiedehammer brauche ich da. Was sind das wieder? Wo bekomme ich denn her? Industrialkraft? Okay, achso, dann brauche ich den Schmiedehammer nicht. Was willst du mir jetzt veräppeln? Nochmal. Silberplatten, da muss ich eine und eine doppelte. Autsch, das wird ja teuer. Da muss ich schnell mal noch ein paar Silberplättchen herstellen. Weil hier habe ich keine. Mache ich mal noch. Ach, ist egal. Okay, dann geht es eben anders. Eins, zwei. Moment, ich brauche
3. Also nehme ich noch eine raus. Dann mache ich Double Silver, Double Silver, Double Silver. Hat er nicht gar keine mehr gebraucht? Triple Silver hat er gesagt. Ne, 1, 2, 3. Okay. Die lasse ich gleich mal da. Weil ich ja jetzt hier mein EV-Glas bekommen habe. Also beim letzten Mal, oh, da gibt es sogar immer mehr. 4 Stück. Da hatte ich dann natürlich gesagt, das ist Schwachsinn und so weiter. Allerdings, es muss ja eine Bedeutung haben. Wenn hier das drin steht, dann muss ich es ja auch im Steam irgendwie herstellen können. 2 Steel Fluid Pipes, die kleinen habe ich gar nicht. Und Stahlplättchen sind auch aus. Verdammt. Wo habe ich die hin? Ich habe doch welche gehabt hier. Okay, dann. Ich hatte doch Stahlplatten gemacht. Egal. Lässt mir trotzdem keine Ruhe, deswegen suche ich mal. Okay, meine Pipelines hatte ich doch auch gehabt, die kleinen. Also manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Achso, ey, warte mal, die kann ich doch da hinten auch machen. Das will ich mal ausprobieren. Ich habe noch keine Pipes hinten hergestellt. Da bekomme ich aus 6 Platten 6 Stück. Und aus dem Extruder bekomme ich eine. Ja, gewinne ich nichts, ne? Ne, gewinne ich nichts, dann mache ich es hier. Right, waren sie doch. Da waren sie doch. Oh, ich mag das. Was ist denn die? Die großen, die brauche ich nicht. Ich brauche doch die hier. Die Ranch noch reinlegen. Dann mache ich nochmal schnell 6. Ach, du schon wieder. Selten schnell Ender Creeper Bomber. Der kommt immer von da hinten. Immer. Immer. Du kannst mich mal echt 5 an, hey. Junge, was hast du denn jetzt getroppt? Dornen. Der kommt immer von da hinten. Der schleicht sich immer da an. Also manchmal glaube ich sogar, das ist irgend so ein Mod, der mich ärgern will. Ne, da hinten ist ja stockdunkel. Da, jetzt kein Wunder hier. Ich muss hier schnell mal hier Fackeln einstecken. Hier Erleuchtung suchen. Mich wundert es, wo der immer herkommt. Immer meistens da aus der Ecke. Ach ja, da ist mir alles in die Luft geflogen. Das ist kein Wunder, dass es hier so hell ist. Und da ist auch noch 8 so. Aber der schleicht sich auch schon immer an, ne? Dieser. Ich gehe nur noch schnell durch. Hier ist offen, weil ich umbauen will. Okay, gut. Wieder abgelenkt worden. Ja. Achso, die Bronze, die Brick Bronze Hull brauche ich noch. Da habe ich auch keine. 6x Root, 3 Steine, 1 Hammer. Root, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, wo habe ich sie hin? Oben. Okay. Was war das jetzt noch? Und ja, 5 Stück hätte ich bloß gebraucht. Okay, ist egal. Dann nehme ich den Tisch. Haben wir ja genug. Außer den Hammer, den muss ich mir mal wieder ausleihen. Obwohl ich eigentlich genug hergestellt habe. Irgendwo liegen die wohl sicher alle rum. Das hier, das Pipchen rein. So, der braucht jetzt wahrscheinlich Wasser. Oder? Steam? Da steht nichts im Buch, ne? Fill it with water in the bottom side to produce steam, unlike the other boilers. It's on the, was? Das war kein. Okay, pass mal auf, wenn der Steam machen soll. Habe ich meine Wrench einstecken, die ich gerade raus. Komm her. Dann sollte ich mal hier reingehen. Fliegt mir jetzt das Zeug in die Luft? Jo oder jo? Hier habe ich übrigens den Stahlgang freigelegt, weil ich möchte, dass eben hier quasi ein größerer Stahltank hergeht. Jetzt brauche ich natürlich Wasser. Gut,
Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten, um den auszuprobieren? Hier habe ich Wasserleitung und ich habe einstecken Rohre. 4 Stück, das reicht ja nicht. 1, 2, 3. Ich muss den ja von unten mit Wasser versorgen. Und dann hole ich mir schnell nochmal ein paar Röhrchen und spring nochmal hoch. Gut, und das Ganze mache ich jetzt so. Ich muss den von unten mit Wasser befeuern. Ach so. Was war da gestanden? Wenn ich jetzt den von unten mit Wasser befeuere, wie kriege ich dann? Fill water on the bottom side. Unlike the other boilers. To the output port side. Wisst ihr was? Ich schließe den jetzt mal hier ganz kurz an. Kann der mir da explodieren? Ich mache es mal so und nochmal so. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ach komm, eins gehe ich noch weg. Einfach mal zu schauen, was da passiert. Ich muss mich da schnell reinfinden. Das Buch brauche ich nicht. So. Ach so. Ach, da hat er doch den Output hier. Und da gehe ich dann. Okay, pass mal auf. Das war jetzt Fail. Hätte ich da vorne auch gleich ausprobieren können. Wobei, den Stahltank baue ich ja wieder ab. Ne? Pau ich ja wieder ab. Ach so, der kommt ja gar nicht rein. Ich brauche einen Input, ne? Ich brauche den Input. Wo habe ich denn den? Warte mal, der muss Steam von oben reinleiten. Hallo, in die Base. Habe ich noch so eine Dings hier da? Stahltank. Ach, wisst ihr was? Den probiere ich später aus. Den mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt zu viel denken. Und es nimmt mir eigentlich nur Zeit weg. Und ihr zwei verschwindet auch mal aus meinen Augen. Okay. So. Und alles, was ich nicht brauche, lege ich auch gleich da rein. Gut. Das hatte ich jetzt gemacht mit der verbesserten Legierung. Also auch kein Problem. Beim letzten Mal war ich dann eben ein bisschen eher dumm dagestanden, wo ich die Aussage getroffen habe. Okay, das claim ich mir alles später. Ich wollte zwar weitermachen hier oben mit der Maschine, allerdings bin ich nicht dazu gekommen, etwas vorzubereiten. Und was wollte ich da noch machen? Was war denn das hier? Ach, da brauche ich die Creeper noch. Okay, also jetzt nochmal. Der Steam-Tank soll raus. Deswegen lasse ich den jetzt auch mal so ziemlich ausarbeiten oder abarbeiten. Habe ich da schon ausgeschalten? Ah, habe ich noch nicht ausgeschalten. Ich hatte ausgeschalten, ja, habe es aber vergessen. Ja. Oh, das ist alles voll, wie ich das mag. Ach, ich mache auf jeden Fall jetzt hier mal schnell noch ein bisschen Gemüse, um den Steamtank hier doch zu leeren. Und da ja eben das hier ziemlich lange braucht, lasse ich es mal durchlaufen und der Steam geht auch runter. Und deswegen würde ich nämlich auch gerne hier weiter laufen lassen. Einfach nur, damit mir der Steam rausgeht. Mal schauen, wie lange es noch mitmacht. Weil den habe ich abgeschalten schon, da ich umbauen möchte. Der Wassertank hier hinten, der verschwindet. Und wo sind jetzt meine ganzen Pipes? Hier. Und zwar wie folgt. Ob das jetzt da stehen bleibt, weiß ich auch noch nicht. Allerdings möchte ich jetzt hier das von oben versorgen. Das ganze Zeug. Ich habe es mir schon ausgerechnet irgendwo. Lass mich mal kurz überlegen. Ach ja, ich muss wieder raus. Deswegen wurde das auch hier freigelegt. Weil ich nämlich hier meine Pipe runterlegen möchte. So, genau. Hier ist noch nichts verbaut, quasi. Außer hier. Die Sicht, die muss natürlich verschwinden. Quasi. Und ich will dann einfach nur von unten rangehen. Quasi hier. Und dann da hoch.
Und die andere Wasserleitung, die baue ich dann noch ab. Genau, so. Und meine Hufe anmachen. Okay, bringt mir nichts. Alles klar, mache ich anders. Weil du sollst ja hier nach oben gehen. So, einmal nach oben, so. Und weiter. Und das andere verkleide ich dann innen wieder. Ich weiß, es ist zwar ein ziemlich langer Weg fürs Wasser, aber ach, jetzt sind eben meine Pipes leer. Aber das macht ja nichts. Ihr sollt auch mal zuschauen, wie das ist, wenn man jetzt irgendwas baut und versucht, was zu ändern. Dass das doch eine Zeit in Anspruch nimmt. Sammelt er mir das auch schön ein. Ach, was mache ich denn jetzt? Halleluja. Jetzt nichts wie zurück in die Base, da wollte ich gar nicht hin. Da gehe ich doch nur hin, wenn ich Öl brauche. Und das ist doch die nächste Zeit nicht der Fall. Ich wollte meinen Magneten nur holen, weil es einfacher ist, die Sachen einzusammeln. Und jetzt kann ich die Rohre weiter abbauen. Weil bisher habe ich es immer so gespielt, dass ich quasi euch. Dass ich was vorbereitet hatte und. Aber die Arbeit dahinter, die sieht man immer nicht. Da habe ich gedacht, jetzt nehme ich euch mal mit. Und auch, ja, die ganzen Rohre, ich sage immer, die liegen da und da. Jetzt muss ich mal schauen. Wieso ist denn da so ein fettes Rohr dran? Oh, hier mein Steam-Tank noch an. Verdammt. Mein Jetpack. Der blubbert dann immer so. Das schalte ich jetzt gleich mal aus. Oder hört er automatisch dann auf? Ich hoffe, der hört dann automatisch auf mit dem Lärm. Welche Rohre brauche ich jetzt noch? Ganz kurz. Das ist. Ja, das ist das alte Rohr. Ich wollte nämlich von dem einen Wassertank da weg. So. Und zwar, ich wollte nämlich von. Ach Mann, was ist denn jetzt hier? Ist André wieder online? Nein. Doch, André ist wieder online, dann leckt es immer so. Tut mir leid, André, wenn du das schaust und hörst, das ist leider so, wenn du online bist, fängt immer das Lecken an. Ich wollte eigentlich aus dem Tank hier rausgehen. Allerdings versorgt der mir jetzt hier momentan die Steam-Einheit. Das ist mir aber allerdings, habe ich gesehen, das geht ziemlich weit runter, deswegen musste das weg. Und hier muss ich jetzt. Achso, ich kann ja nach oben, alles klar. Deswegen baue ich jetzt das Ansehen alles ein bisschen um. Ach, nein, genau, haben wir schon wieder, Mensch, ey. Konzentriere dich mal. So. Wieder ausscheiden. Gut, ich versuche nämlich jetzt an die beiden Tanks hier ranzugehen. Ich hoffe, meine Rohre reichen. Sonst müsste ich ja noch welche herstellen. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Wie, das wird knapplich. Ach so, da muss ich ja noch aufpassen. Muss ich natürlich noch aufpassen, wenn ich jetzt einen 7x7 Tank mache. Oder 5. Autsch, da muss ich ja außen rum. Eieiei, da reichen mir meine Rohre nicht. 11 Stück habe ich noch. 11 Stück habe ich noch. Das ist jetzt der eine Tank, das ist der andere Tank. Ich muss nur mal schnell schauen, wie ich die verbunden habe. Ach so, das geht dann nach unten an den Tank. Das kann ich ja eigentlich dann wegmachen. Weil der Tank verschwindet. Und ich müsste ja 1, 2, 3, 4, 5 hier hinten weitermachen. Oh, das wird richtig blöd jetzt hier. Muss ich einen Knick reinbauen. Okay, ich sehe schon, ich brauche Leitungen. Das ist ja so nicht geplant, das Ganze hier. Oder mache ich bloß einen 5er Stahltank erstmal? Nee, ich mache einen 7er, oder? Kann ich auch nicht machen. Etwas doof jetzt gelaufen. Dann mache ich es erstmal so. 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, dann kann ich trotzdem da durchgehen. Dann muss ich das so machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss quasi hier wirklich um die Ecke gehen. Jetzt fehlt mir ein einziges, oder? Dann muss das Fette hier dran glauben.
So, da läuft auch schon schön Wasser durch. Vielleicht baue ich mir nur so fette Teile. Springen wir nochmal runter. Der wird jetzt auch langsam schön leer. Der pumpt sich dann leer. Finde ich gut. Die haben Wasser. Hat Wasser. Okay. Das sollte jetzt dann eigentlich... 600, 600. Okay, da läuft's noch. Ist wahrscheinlich unten noch nicht voll. Okay, doch. So, es läuft langsam rein auf jeden Fall. Dann sind schon mal die Öfen bedient, damit ich meine EBF hinten ja, zum Laufen bringe. Ich schalte jetzt erstmal alle ein, weil Wasser sollten sie jetzt alle bekommen. Hoffe ich zumindest. Doch, das läuft, glaube ich. Also so viel falsch kann ich jetzt, glaube ich, hier nicht mehr machen. Nee, das passt. Das traue ich mir diesmal selber zu. Und er soll mir hier den Steam dann da reinpumpen. Genau. Das ist jetzt auch nur kurzfristig das Ganze, weil das EPF entweder hier reinkommt oder auch hier. So, wenn der fertig ist, baue ich den ab, aber den Wassertank, den kann ich eigentlich auch schon abbauen, oder? Ja, hier ist kein Steam, doch, da ist noch Hitze drin, den kann ich noch nicht abbauen. Wobei, den hatte ich ja hier versorgt. 77, 73, ja. Aber ein Tank wird mir auch hier nicht reichen, glaube ich. Dann muss halt der, den ich jetzt noch übrig habe, dann irgendwie dahinter. Weil die Linie, habe ich ja gesagt, kommt nach links. Und ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich baue das Teil hier ab. ach komm. Der braucht ja kein Wasser unten. Ne, weg damit, komm. Gar nicht lang rum. Was weg ist, ist weg. Ich schalte mal Magneten wieder ein. Ja, so geht es wahrscheinlich noch, Leute. Machen wir es eben so. So geht es wahrscheinlich einigen von euch, wenn ihr mal umbaut. Also, das mache ich jetzt erstmal hier so ein bisschen zu. Da oben ist frei für Monster, aber ich glaube, ich habe mit der Magnum Dodge jetzt die letzten Tage keine Monster gesehen, außer immer diese... Hallo? Jetzt bin ich mitten im Tank. Was ist denn jetzt los? War ich jetzt da im Tank gewesen? Ja. Auch nicht schlecht. Der pumpt immer noch den hier leer, ne? 2, 6, 9, 9. Okay, es baut sich noch auf. Dann bin ich noch am Überlegen, ob ich den Tank nochmal versetzen werde. Ich räume hier erstmal auf. So, das kommt weg, das kommt weg. Und die Dolly hilft mir jetzt kurz dabei. So. Komm her. Zack. Weil mich riecht es immer auf, das ist wirklich viel Arbeit. Man muss immer drauf schauen, hat man eingeschürt und. Ich brauche eigentlich die ganze Maschinerie hier, brauche ich auch nicht mehr. Könnte ich theoretisch auch schon abbauen, aber ich will ja den Steam nicht verlieren. Gut. Dann lasse ich das jetzt erstmal so weit laufen. Konzentriere mich hinten nochmal auf mein Aluminium. 8 Stück macht der mir immer nur. 8 Stück. Wahnsinn. Aber auch nur dann, wenn hinten alles voll ist. Jetzt ist er voll. Dann kann ich wieder 8 Stück reinwerfen. Versuchen, meinen Hammer zu fangen. Mein Mallet. Ja, ist er wieder weg. Nee, ist er wieder da. Okay, läuft automatisch. Also das bis jetzt, das ist die Energiequelle, gefällt mir bis jetzt am besten. Mit diesem Advanced Solar. Ich könnte mal schauen, wie man den herstellt. Advanced Solar Panel.
Ja, okay, ein Greifarm. Eine Batterie, habe ich mir den schon rausgelegt eigentlich? Ja, den habe ich mir schon rausgelegt. Molten Tin brauche ich, genau. Und diesen Solarpanel habe ich auch schon rausgelegt. Was ich brauche? So ein Teil? Ich brauche zwei so Teile, um die Platte zu bekommen. Was? Es gibt jetzt keinen Sinn. Um den herzustellen, brauche ich den Panel. Um den Panel herzustellen, brauche ich den Solarpanel. Was? Ach nee, ich muss den Sol. Bin jetzt bescheuert. Advanced Solarpanel 229. So, den muss ich bauen, indem ich so ein Panel habe. Ist es ein Fehler oder was? Ein MV kann ich den nur im Assembler MV machen. Es gibt ja jetzt keinen Sinn, Leute. Da muss ich ja den irgendwo als Belohnung bekommen, weil wenn ich. Ich bin ja jetzt nicht ganz bescheuert, ne? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also da ist mein Hirn, glaube ich, nicht ausgeprägt genug, schätze ich mal. Jetzt wollte ich mir ein paar so Dinger bauen, verdammt. Oh, schon wieder gleich 18 Uhr. Irre, irre. Danke, danke für das Blubbern hier. Time to Oil Flood Drill, das wollte ich eigentlich auch schon mal machen. More Steam. Was ist denn das hier da? Oh nee, oder? Da brauche ich eine Bombe, Bombe. Bronze ohne Ende. Ist das eine Multibox oder was ist das? Ein Multiblock, ne? Steht da was? Ach, da steht's. Okay, der macht 32.000 Steam mit einer Kohle. Na, das ist aber gut. Okay, Größe 3 mal 5 mal 3. Der Breyer Bronze ohne Ende. Aber das würde mich jetzt schon interessieren, das Ganze. Ja, sie einen Berg von Bronze braucht, das kann ich sehen. This is another run 10 basic steam turbines. Ey, der hätte jetzt Lust drauf, das zu bauen, ne? Der Large Boiler can be air water, distilled water. 1 Liter per 150. The mega large boiler must take 3x3x5 Strukturbit Bronze Pipe Casing. Ich glaube, das Ding baue ich. Ich schaue schnell mal, was das ist alles hier. Okay, da brauche ich jede Menge Bronzestäbchen. Ja gut, die kriege ich im Extruder immer zwei Stück raus. Ich glaube, auf das bereite ich mich vor, weil dann hätte ich ja schon mal Steam ohne Ende. Das gefällt mir gut. Ich glaube, das mache ich. Analyzing the soil. Okay. Was mache ich mit dem hier? Advanced Seismic Processor. 3211V. Zwei Powder Barrels. Was will der? Mit Explace Active mit zwei Powder Barrels. Vier Glycerin Trinitate. Ja, ist in Ordnung. Da habe ich ja nicht. So geht's mir. Das wollte ich auch schon lang bauen. Achso, da hat es mir am Monitor gehangen, gell? Und ich wollte die Chips nicht herstellen. Und Aluplatten. Nee, genau. Achso, Alu. Oh. So, wo sind wir? Bin ich jetzt bei 4? Oh, Neustart in einer Minute. Und die Batterien schauen mehr. Auf 30.000 runter. Irre. Irre. So, zwei Batterien raus. Okay, dann muss ich eine wieder reinlegen. Ja, ist klar. Das geht natürlich jetzt runter, weil ich hinten Steam verloren habe. Bedeutet, rausnehmen und abwarten. Ich würde sagen,
Ich baue jetzt hier noch ein bisschen rum. Ihr habt ja gesehen, es ist nämlich eine halbe Stunde schon vergangen, wieder für nichts und wieder nichts. Ich baue jetzt noch ein bisschen um, warte, bis mein Steam verbraucht ist und dann melde ich mich einfach in der nächsten Folge. Tschüssi!